Schönen guten Tag, ihr Coolen, was geht? Ein neuer Tag, ein neuer Rideout. Diesmal mit den Boys oder mit manchen, mit denen ich auch in Harz fahren werde, Ende Mai, Kiffhäuser. Schöne Strecke, bin ich damals auch lang gefahren. Jo, kann ich weiterreden? Danke. Damals hatte ich gerade frisch meinen Führerschein gemacht. Eine Woche später bin ich gleich in Harz gefahren mit ein paar Kumpels, so 6 oder 8. Und das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung gewesen. Der hier vor mir, er macht schon ziemlich nice Wheelies. Er hatte davor eine blaue R1. Als wir damals leider zu 8 unterwegs waren, war ein Kumpel mit einem Quad mit gewesen. Ja, ging ein bisschen wild zur Sache. Und dann ist er über das Quad geflogen. Beide Maschinen waren Totalschaden. Die R1 war Totalschaden, das Quad war Totalschaden. Und jetzt hat er die gelbe R1 hier. Ah, geil, Alter. Boah, der Twingo ist dem Smart so knapp fast drauf gefahren. Wir hatten gehupt. Keine Ahnung. Und alle fahren wir hinterher. Wir können ja mal hier Pause machen. Krass, Mann, aber wir hören uns. Besuch dich. Hä? Was noch? Na, das ist die Strecke, wo wir hin wollten. Ach so, ja. Mit dem Willi, wa? Hä? Mit dem Willi. Genau, ja. Okay. Dann versuch es mal. Ist das laut, Alter? Oh, jetzt. Oh, oh. Sehr nice. Sehr nice. Alter, ich will, dass er nochmal einen macht. Oh shit, Alter. Oh shit. Oh nein, Dicker, jedes Mal passiert was. Digga, ich stehe so unter Schock. Geht's dir gut, Dicker? Sollen wir Krankenwagen rufen oder so? Krankenwagen rufen wegen dem Arm? Scheiße, Alter.
Boah. Hey, das ist wie in diese bei YouTube. Diese Leute, weißt du, aus Amerika, ohne Handschuhe. Digga, ist nie gut, wenn wir zusammen unterwegs sind. Schatz, lass mal den. Ah, das Heck ist hängt, hast du keinen Reifen? Griff, das ist locker. Naja, am Reifen. Ja, aber ich glaube, das ist das, was du gerade machst. Ja, mach mal. 3, 2, 1. Das ist die Superman. Ja, die hat auch mal zu. Achso, dann haben die Kinder auch beim Fahren. Ohne Grote, die haben ja nichts bei. Wie ja immer. Ja, das macht sich gut. Ja, geht's? Sehr gut. Sind da nicht Grote drin? Vielleicht fährt einer hinten mit und hält die? Ja, zwei am besten. Nee, hol dir BMW, die haben eine Wheelie Control. Da passiert das nicht, wenn das tot ist. Ja, genau, mach mal mein Motorrad kaputt. So, Freunde, das war's mit der schönen R1. Leider hat sich der Gute beim Wheelie. Ist die Front zu weit hochgekommen? Das Video habt ihr ja gesehen. Ciao, ciao. So endet ein richtig schöner Tag, leider mit einem Unfall. Wenn man es am wenigsten erwartet und Freude hat und Spaß hat, dann katapultiert es einen immer aus dem Leben. Und ich will jetzt auch unter dem Video keine Kommentare lesen wie, wenn man kein Wheelie kann, dann sollte man es lieber lassen und sowas. Er hat schon zigtausend Mal Wheelies gemacht und die blaue R1, die ihr da hinten seht, das war eigentlich seine gewesen. Damit hat er letztes Jahr einen Unfall gehabt, weil ein Quad einen Spurenwechsel gemacht hat und dann war die Maschine total schaden, also es war auf jeden Fall nicht seine Schuld gewesen. Er hat die Maschine wieder aufgearbeitet, hat das seiner Frau geschenkt, hat sich selber die gelbe geholt, die gelbe R1, die ihr gerade kaputt gesehen habt. Ist die jetzt zweimal gefahren oder das dritte Mal und ich denke, also hat er auch selber gesagt, mit der blauen wäre es ihm nicht passiert, aber mit der gelben konnte er es halt schlecht einschätzen. Im Video konntet ihr auch sehen, dass er den ersten Wheelie nicht so hoch bekommen hat, wie er es gern hätte. Und wie man es denn so kennt, dann will man unbedingt auf Krampf nochmal einen besseren hinkriegen oder, also jetzt nicht Wheelie, Kurve, was auch immer. Weil das Ego ein bisschen verletzt ist, dann wollte man sich selber nochmal beweisen und dann kommt es ganz schnell zum Unfall. Also abschließende Worte, tragt immer schön eure Lederkombi, ihm ist zum Glück nichts passiert. Er hat ein paar Abschürfungen am Ellenbogen, die Kombi ist natürlich im Arsch, aber who cares? Auch dass das Bike im Arsch ist, who cares? Hauptsache ihm geht's gut. Ja, immer schön Lederkombi tragen, passt immer schön auf euch auf. Überschätzt euch nicht, egal ob Kurven, Wheelies. Wheelies sind trotzdem cool, er wird es auch weiterhin machen. Aber ja, man muss halt bei Stunts, sag ich mal, damit rechnen, dass das Verletzungsrisiko oder das Unfallrisiko natürlich auch höher ist. Also Jungs, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Der Transporter bringt jetzt erstmal die R1 in der Werkstatt oder in unsere Garage. Da wird aber nichts mehr viel zu retten sein, außer die auszuschlachten. Und damit verabschiede ich mich, ihr Coolen. Haut da rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis denn.